Also es ist schon ein ziemliches Desaster. Ganz neu sind die Vorwürfe zwar nicht. Im Prinzip weiß man seit 2009, dass was nicht stimmt. Damals haben ja französische Fahnder diese Daten beschlagnahmt. Es gibt auch schon Ermittlungsverfahren in Belgien und in Frankreich gegen die Schweizer Tochter der HSBC. Also diejenigen, denen das Geld gehört, die sind schon etwas länger vorgewarnt. Für die Bank allerdings ist der Skandal jetzt doch noch mal eine ganze Nummer größer geworden. Denn in dieser Detailgetreue und in dieser Dimension waren die Vorwürfe bisher nicht bekannt. Es ist aber eigentlich auch ein Skandal für die Ermittlungsbehörden. Denn die haben sich ja doch mit der Auswertung ganz schön viel Zeit gelassen. Und die brauchten dafür offenbar auch die Hilfe von investigativen Journalisten und Hackern, obwohl es sich hier tatsächlich um hochkriminelle Geschäfte handelt. Das Ganze liegt nun etwas zurück. Aber wie groß ist die Gefahr trotzdem, dass Steuerhinterziehung in so einem Ausmaß immer noch passieren kann? Der Druck auf die Banken, der ist in den letzten Jahren schon ganz eindeutig gewachsen. Das Bankgeheimnis gibt es so eigentlich nicht mehr, auch nicht in der Schweiz. Früher haben die Banken ja gerne mit Diskretion geworben. Jeder wusste, was damit gemeint war. Jetzt tun sie alles, um unsaubere Kunden loszuwerden. HSBC selbst sagt ja, man habe sich seit 2007 von 70% der Privatkunden getrennt aus diesen Gründen, was ein bisschen erschreckend ist. Denn umgekehrt heißt es ja, nicht mal ein Drittel der Kundschaft hat tatsächlich saubere Geschäfte gemacht. Also es ganz sicher ist, es ist schwerer geworden, mit Hilfe von Banken Steuern zu hinterziehen und Geld zu waschen. Aber genauso sicher ist auch, dass sich dafür immer irgendwelche dunklen Kanäle finden werden. Katja Losch, vielen Dank.